Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Bundesminister, werte Kollegen, geschätzte Zuschauer vor den Bildschirmen. Wenn wir heute diese Gesetzesänderung vor uns liegen haben hinsichtlich eben der Durchführung und Organisation von Kongressen und Veranstaltungen mit der beinhalteten Aufstockung von 2 auf 10 Millionen Euro, also darf ich vorausschicken, dass wir hier die Zustimmung geben werden, und wir tun das im notwendigen Bewusstsein, dass diese Änderung vor allem für unsere Unternehmen und damit für viele tausende Arbeitnehmer, aber vor allem für unseren Tourismus unabdingbar ist, dass es diesen Schutzschirm braucht. Denn es ist nicht nur ein Schutzschirm für die Konzert- und Kongressveranstalter oder Kultur- und Kongressveranstalter in Bezug auf die nicht stornierbaren Kosten, sondern es ist vor allem ein Schutzschirm für die Unternehmen gegen die Planungsunsicherheit, die tagtäglich von dieser Bundesregierung ausgeht. Und gerade die Tourismus- und Freizeitwirtschaft ist ja von dieser Bundesregierung über Monate zum Sterben verurteilt worden. Und nunmehr wird mit skurrilsten Maßnahmen werden diese Unternehmen weiterhin drangsaliert. Denn die aktionistisch gefeierte Öffnung ist in Wahrheit keine, sie ist ein verordnungs- und verwaltungstechnischer Spießrutenlauf, der es vielen Unternehmen unmöglich macht, entsprechend wirtschaftlich ihre Betriebe zu führen. Und das zeigt sich auch in hinsichtlich der Doppelbödigkeit, die immer von Schwarz und Grün hier ausgeht, wenn man einerseits die Wichtigkeit der Tourismussparte hinweist, auf die Wichtigkeit dieser Sparte hinweist, und andererseits dann unglaubliche Schikanen tagtäglich verordnet, wenn ich hier nur auf die Bäderregelung aufdenke, wenn ich aufdenke auf die Hochzeiten, wenn ich auf die Einschränkungen der vorhin angesprochenen Busreiseunternehmen eingehe, oder, und das ist auch ein sehr wichtiger Bestandteil im Tourismus, wenn ich die tausenden ehrenamtlichen Kulturvereine in Österreich als Beispiel hernehme. Da braucht es keinen zu wundern, dass dann der Städtetourismus tot ist und dass die Gastronomie und Hotellerie neben der Problematik des Fachkräftemangels von einer wirtschaftlichen Führung teilweise kilometerweit entfernt ist. Und jetzt sind wir schon dabei, wie ich es eingangs gesagt habe, dass wir diesen Schutzschirm entsprechend unterstützen, damit Veranstaltungen auch geplant werden können. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel eben diese Situation der Reiseunternehmer anschaut, dass es für die unrentabel ist, einen Besuch einer solchen Veranstaltung entsprechend anzubieten, weil sie ja nur mit 50% Auslastung fahren dürfen. Und das ist natürlich komplett widersprüchlich, wenn zeitgleich Linienbusse, U-Bahnen und so weiter voll besetzt sind und mit Stehplätzen ohne Mindestabstand, ohne Registrierung Gäste befördert werden dürfen, aber eben diesen Reisebusunternehmen ist das untersagt. Das ist ja ein völliger Wahnsinn, und das versteht ja kein Mensch mehr. Und das Veranstaltungen wie Hochzeiten ohne Verpflegung gefeiert werden müssen. Also da schlägt ja den Foss den Boden aus, und da muss man wirklich fragen, wie realitätsfremd muss man überhaupt sein, um sowas zu verordnen. Und dann kommt die völlig sinnbefreite Verwendung von Masken bei Veranstaltungen oder Bädern im Freien. Übrigens, diese Sinnbefreiung erfährt auch eine wissenschaftliche Bestätigung. Und weil wir heute, gerade Sie als Frau Ministerin Vertretung da haben, als Verfassungsrechtlerin, ja, Sie müssten ja eigentlich Ihre Kollegen hinweisen, bitte hört auf mit diesen Verordnungen, weil im Endeffekt werden sie sowieso wieder aufgehoben werden. Also das wäre ja eigentlich Ihre Aufgabe auch in dieser Bundesregierung. Und eben, wie vorhin angesprochen, den absoluten Wahnsinn sind wirklich tausende ehrenamtliche Kulturausübende ausgesetzt, die neben einer 20 Quadratmeter Regel in den Proberäumlichkeiten auch eine Woche im Vorhinein detailliert bekannt geben müssen, wenn es mehr wie 10 Personen sind. Und ich denke mal, das ist in 91% der Fälle von Vereinen der Fall. Da müssen Sie detailliert eine Woche vorher bei der Bezirksverwaltungsbehörde bekannt geben, wer diese Probe besucht.
Also ich kann Ihnen aus jahrelanger persönlicher Erfahrung in diesem Bereich sagen, dass man eigentlich wenige Proberäumlichkeiten bekannt sind, die in dieser Größenordnung gegeben sind, dass beispielsweise ein Blasmusikverein mit 40 Musikern entsprechend 20 Quadratmeter pro Musiker zur Verfügung hat. Also es wird in Österreich eher wenig der Fall sein, aber nahezu amüsant ist ja wirklich diese Voranmeldung eine Woche vorher bei der Bezirksverwaltungsbehörde. Also da kann ich Ihnen auch aus Erfahrung sagen, dass tausende ehrenamtliche Funktionäre, die wären froh seit Jahren, wenn sie darauf zurückgreifen könnten, dass sie wissen, eine Woche im Vorhinein, wer nächste Woche bei der Probe da sein wird. Und dass diesen Zugang nicht nur ich so habe, sondern auch unzählige Vereinsfunktionäre und vor allem auch prominente Musikkollegen, sowie der Sänger- und Blasmusikfunktionär, den Sie wahrscheinlich gut kennen, der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter, der als Präsident des Sängerbundes in Tirol, aber auch des Tiroler Blasmusikverbandes denselben Zugang hat und ganz klar auch sagt, dass diese Regelung ja völlig absurd ist. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, dann verstehe ich auch, dass von vielen Menschen die Auswirkungen der Regierungs-Corona-Maßnahmen in direkten Bezug mit einem schwindenden Intellekt einiger Menschen in Verbindung gebracht werden. Denn all diese Absurditäten verunmöglichen am florierenden ganzheitlichen Tourismus in Österreich, aber sie sind vor allem im Kulturbereich ein schmerzhafter Stachel im Organismus tausender Kulturschaffender. Und daher fordere ich Sie auf, auch beenden Sie endlich diesen Humbug, lassen Sie die Unternehmen entsprechend erfolgreich wirtschaften, lassen Sie die ehrenamtlichen Kulturschaffenden ihrer wertvollen Arbeit entsprechend auch nachgehen. Und dann könnten wir uns über viele hervorragend organisierte Kulturveranstaltungen, ebenso wie über Kongresse, ebenso wie über einen florierenden Tourismus in Stadt und Land freuen. Und zudem würde das der psychischen Gesundheit vieler tausender Menschen in unserem Land verhelfen. Akut sind aber vor allem eben, wie gesagt, die Eingriffe in die Privatsphäre, die sie ständig vornehmen und in diesem Zusammenhang die Organisation und die Durchführung von Hochzeiten. Und ich darf auch daher in diesem Zusammenhang unseren Entschließungsantrag der Bundesräte Josef Hofner, Christoph Steiner und weiterer Bundesräte betreffend Hochzeitsfeiern mit Speisen und Getränken ermöglichen einbringen. Der Bundesrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, sicherzustellen, dass auch im Interesse der Veranstaltungs- und Eventbranche sowie der Gastronomie Hochzeiten und sonstige Feiern inklusive der Verabreichung von Speisen und Getränken unter der Einhaltung der entsprechenden Sicherheitskonzepte so rasch wie möglich wieder stattfinden dürfen. In diesem Sinne und im Sinne der österreichischen Bevölkerung ersuche ich hier um Ihre Zustimmung.